Wir haben nun also gesehen, wie man mit dem Overfitting methodisch umgehen kann, wie man mit Hilfe einer verbesserten Loss-Funktion Ausreißern in den Daten begegnen kann und so die Regression zumindest dagegenüber leicht robuster machen kann. Im Prinzip sind jetzt fast alle Bestandteile des Gradientenabstiegs zur Optimierung von Modellfunktionen in linearen Modellen vorhanden. Das Einzige, was uns am Ende noch fehlt, sind die Optimierungsansätze zu vervollständigen. Wir schauen uns jetzt also den Gradientenabstieg noch einmal im Detail an. Den Machine Learning Stack haben Sie gesehen. Wir haben eine Klassifikationssituation und Daten gegeben. Wir haben eine lineare Modellfunktion gewählt, dadurch einen Hypothesenraum definiert und eine Verlustfunktion gewählt, einen Regularisierungsterm gewählt, um die Optimierung dieser Modellfunktion robust und generalisierbar zu halten, so gut es geht. Und jetzt muss diese Modellfunktion noch optimiert werden und dafür stehen uns verschiedene Algorithmen zur Verfügung. Alle diese Algorithmen machen einen sogenannten Gradientenabstieg, GD, Gradient Descent. LNMS haben Sie schon gesehen, Least Mean Squares. Den Batch Gradient Descent für die logistische Regression haben Sie gesehen und heute sehen wir noch den Batch Gradient Descent für die lineare Regression und den inkrementellen Gradient Descent Algorithmus. Gradientenabstieg ist ein iteratives Optimierungsverfahren. Mit dem Gradientenabstieg wird ein iteratives Optimierungsverfahren bezeichnet, bei dem ein lokales Extremum einer differenzierbaren Funktion f gefunden wird. Wir nehmen als differenzierbare Funktion f, eine globale Loss-Funktion L hier, zum Beispiel die Residual Sum of Squares. Oder irgendeine Objective Function, die mit Hilfe der Regularisierung noch erweitert wurde. Ziel ist es, dieses lokale Extremum hier zu finden, insbesondere das Minimum. Ausgangspunkt ist irgendeine Hypothese, irgendeine Parameterbelegung dieser Modellfunktion, die wir betrachten, für die wir den Verlust ausrechnen wollen, für deren Parameter wir den Verlust ausrechnen, mit Hilfe der Loss-Funktion. Und alles, was wir tun wollen, ist, diese Parameter zu optimieren, indem wir möglichst den idealen Weg vom Ausgangspunkt zum Zielpunkt gehen. Das heißt, wir wollen das steilste Gefälle in dieser konvexen Situation hier verfolgen. Und das soll der Gradientenabstieg leisten. Das Ganze dann hier noch einmal konturmäßig dargestellt und wir gehen iterativ vor, da direkte Methoden sich selten in der Praxis eignen, um diese Optimierung durchzuführen. Das heißt, wir müssen Schritt für Schritt uns dem Ziel annähern. Dafür berechnen wir den Gradienten, hier Nabla der Funktion f, und berechnen dafür die partiellen Ableitungen der verschiedenen Parameter bezüglich der verschiedenen Parameter der Funktion. Der Gradient zeigt uns den steilsten Abstieg an, wenn wir den globalen Loss berechnen. Und wir haben nun die Wahl, ob wir einen Gradientenaufstieg oder einen Gradientenabstieg machen wollen. In unserem Fall wollen wir eine Minimierung durchführen. Wir wollen den Verlust minimieren. Das heißt, wir wollen einen Gradientenabstieg durchführen. Aber es gibt auch Situationen im maschinellen Lernen, da möchte man auch mal einen Gradientenaufstieg durchführen. Wir schauen uns jetzt drei Situationen in Relation zueinander an. Das heißt, sie werden auf ein und dieselbe Weise vorgestellt, immer dreimal hintereinander. Einmal die Situation der linearen Regression mit dem quadratischen Loss und wie der Gradientenabstieg dort funktioniert, die lineare Regression mit dem 0-1-Loss und die logistische Regression mit dem logistischen Loss und einem Regularisierungsterm. Es gibt noch weitere Lernsituationen, die wir dann später kennenlernen werden. Das sind dann die Multilayer-Perzeptrons beziehungsweise die Grundlage für neuronale Netze. Schauen wir uns die erste Situation an, lineare Regression und quadratischer Loss. Hier sehen Sie noch einmal die
den Plot, der darstellt den Blick entlang einer optimierten Modellfunktion, hier einer linearen Modellfunktion, entlang der Diskriminationshyperebene in den Output Space sozusagen. Das heißt, hier sehen wir die Ebene selbst und hier die Beispiele, positiv und negativ, bezüglich ihrer Modellvorhersage und die Funktion selbst. Dieser Diskriminationspunkt hier, der optimiert wurde, entsteht auf Basis der Optimierung bezüglich der Residual Sum of Squares oder der L2, des L2-Losses. Wir schauen uns also die Abstände der verschiedenen Beispiele zur Modellfunktion an, quadrieren sie und summieren sie und versuchen, den Parametervektor zu identifizieren, der diese Situation minimiert, das heißt hier diesen Fehler minimiert. Der Punkt selbst bildet, angesehen im Parameterraum, bei dem die Y-Achse die Verlustfunktion selbst ist, einen Punkt. Und wenn wir uns verschiedene Punkte vergegenwärtigen, ergibt sich diese Kurve, diese Hüllkurve. Und das Ziel ist nun, das Minimum dieser Kurve zu finden. Wir haben ja eine angenehme Lernsituation, dass wir nur ein lokales Minimum haben. Dafür steht in dieser Situation die Gradientensituation. Und unser Ziel ist es jetzt, schrittweise uns diesem Minimum anzunähern, das heißt, diese nicht ideale Situation des Diskriminationspunktes zu optimieren, indem wir den Punkt weiter nach rechts verschieben. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir folgen dem Gefälle der Verlustfunktion. Das geschieht, indem wir im Batch Gradient Descent Algorithmus oder in einem Lernalgorithmus den Parametervektor inkrementell updaten. Mit einem Delta-Parametervektor und dieser Delta-Parametervektor berechnet sich aus dem negativen Gradienten multipliziert mit einer Lernrate Eta. Wir nehmen den negativen Gradienten deshalb, weil wir einen Abstieg machen wollen. Ansonsten würde der Gradient uns anzeigen, wo geht es hier nach oben. Wir berechnen für die Verlustfunktion RSS die partiellen Ableitungen bezüglich der einzelnen Gewichte und daraus erhalten wir dann folgende Update-Formel bzw. Fehlerformel, die wir ausrechnen können im Rahmen des Algorithmus. Hier die Differenz zwischen der Klasse und dem Modellfunktionswert. Die wird im Batch Gradient Descent Algorithmus verwendet. Eingabe dieses Algorithmus sind die Daten selbst, die Lernrate Eta und Ausgabe ist der Gewichtsvektor W, der optimierte Gewichtsvektor. Ganz ähnlich wie beim Batch Gradient Descent Algorithmus, den wir schon bei der logistischen Regression gesehen haben, berechnen wir in der äußeren Schleife iterativ das Parameter-Update und in der inneren Schleife batchen wir. Das bedeutet, wir berechnen immer den steilsten Loss, den globalen Loss für alle Beispiele ausgehend von der aktuellen Hypothese. Das heißt, wir wählen möglichst den steilsten Abstieg. Und um diesen steilsten Abstieg zu ermitteln, berechnen wir für jedes einzelne Beispiel den Fehler und updaten für jedes Beispiel mit Hilfe des Fehlers, der Lernrate, den Parametervektor entsprechend. In Summe entsteht ein Delta, das entsprechend den steilsten Abstieg anzeigt und wir können damit dann den aktuellen Parametervektor updaten und von vorne beginnen. Das machen wir so lange, bis ein Konvergenzkriterium erreicht ist und der Parametervektor, der ausgegeben wird, ist dann unsere beste Hypothese. Der Lernschritt, ganz genau wie vorher, den Sie schon kennen: Modellfunktionsevaluierung, Berechnung des Residuums, Berechnung der Ableitung der Lossfunktion und Akkumulierung für alle Beispiele in D und
dann der Parameter-Update. Wir können das Ganze wie im Batch-Gradient-Descent-Algorithmus gesehen global tun, das heißt für alle Beispiele bei jedem Schleifendurchlauf und immer den steilsten Abstieg wählen. Wir können das Ganze aber auch inkrementell tun, das heißt punktweise und hier statt wie in der inneren For-Each-Schleife gesehen die globale Loss-Funktion zu berechnen, einfach nur die punktweise Loss-Funktion heranziehen. Dafür schauen wir auf den Incremental Gradient Descent Algorithmus und hier laufen wir führen wir in jedem Schleifendurchlauf des inneren Batches ein Parameter-Update durch. Das heißt, mit jedem Schleifendurchlauf verändern wir die Hypothese ein kleines bisschen, aber nicht notwendigerweise dem steilsten Abstieg folgend, sondern nur bezüglich des steilsten Abstieges, bezüglich des Beispiels, das wir gerade betrachten. Diese Regel heißt Delta-Regel für die punktweise Regel oder hat auch andere Namen und ist insbesondere dann später interessant, deswegen zeigen wir es Ihnen jetzt schon, für den Backpropagation-Algorithmus, der bei neuronalen Netzen eingesetzt wird. Damit komplettieren wir den Reigen der verschiedenen Algorithmen. Hier nochmal der Unterschied. Das Update wird einfach oben mit reingezogen und der Lernschritt bleibt aber im Endeffekt gleich. Betrachten wir als nächstes die zweite Situation, die lineare Regression der 0-1-Loss. Hier werden wir ein Problem feststellen. Ausgangspunkt ist dasselbe wie vorher. Wir haben folgendes Beispiel gegeben, eine Hypothese, die uns bereits gegeben wurde, ein Gewichtsvektor hier, der aber nicht ideal ist. Dieser Vektor wird nun bemessen oder bewertet mithilfe des Zero-One-Losses, das heißt der Indikatorfunktion, die anzeigt, ob die Klassifikation bezüglich der Klasse korrekt ist oder nicht. Wenn wir diesen Punkt entsprechend wieder plotten, so wie zuvor auch, die aktuelle Hypothese, dann erhalten wir eine Stufenfunktion in diesem Raum. Und anders als im Beispiel zuvor können wir hier keine Richtung angeben. Das heißt, liegt einfach daran, dass diese Funktion nicht differenzierbar ist. Wir wissen nicht, in welche Richtung wir von hier ausgehend die Parameter ändern müssen, um auf diese Ebene hier zu kommen, die minimale Ebene ist. Das heißt, das Einzige, was man hier machen kann, ist zufällig raten und hoffen, dass man irgendwo in die richtige Richtung gegangen ist. Ist also so nicht praktikabel. Das heißt, wir brauchen irgendeine konvexe Lernsituation. Zuletzt die logistische Regression, den logistischen Loss und in dem Fall auch die Regularisierung dazu. Gleiche Situation wie vorher, wir tauschen nur die Modellfunktion aus, hier die logistische Funktion. Es wurde ein Parametervektor optimiert, den sehen wir hier. Und wir versuchen nun diese Verlustfunktion, diese Optimierungsobjective, die besteht aus dem logistischen Loss und der Ridge-Regression, zu minimieren für irgendein gewähltes Lambda. Der Punkt, den wir schon haben, die Hypothese, die wir schon haben, bildet, wie gesagt, einen Punkt in diesem Raum ab. Und wenn wir uns den Plot für diese Verlustfunktion anschauen, sieht die ungefähr so aus, könnte sie ungefähr so aussehen, abhängig von den Parametrisierungen. Wir sehen hier die Situation, dass extremere Hypothesen hier, die nach hinten hier rausgehen, eine größere Strafe erhalten als einfachere Hypothesen. Aber es gibt immer noch ein Minimum und das ist hier. Und auch hier suchen wir natürlich wieder den steilsten Abstieg bezüglich des Gradienten. Das heißt, auch diese Funktion muss entsprechend abgeleitet werden. Und das Ganze sehen wir dann hier noch einmal. Und Sie können auch, wenn Sie hier draufklicken, auf den Bemerkungsfolien die Ableitung nachvollziehen.
Um den Regularisierungsterm einzufügen, müssen wir im Batch Gradient Descent Algorithmus nichts anderes auf Zeile 9 schauen und entsprechend hier noch den Regularisierungsterm berücksichtigen. Das ist dann hier nochmal auf der Bemerkungsfolie zu sehen, wie das zu ändern wäre. Damit sind wir am Ende für heute.